Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing oder Haul und zwar haben wir bei Fressnapf bestellt. Und ja, Emma ist auch heute wieder mit dabei und wird uns tatkräftig beim Auspacken unterstützen. Und ich habe es jetzt schon mal geöffnet und dann gucken wir doch einfach mal gemeinsam rein. Hier oben ist wie immer so ein Filmmaterial, damit die Sachen auch nicht kaputt gehen. Und ja. So, und zwar haben wir dieses Mal eine sehr, sehr große Leckerli-Bestellung gemacht. Also alles an Knochen, Leckerlis und was wir so brauchen für zwischendurch haben wir dieses Mal bestellt. Und ja, Emma ist schon fleißig am Schnüffeln. Das riecht bestimmt richtig gut für sie. Genau. Das ist jetzt auch so ein fast halbes Jahr reicht das ungefähr. Also das ist schon ein sehr großer Vorrat, den wir uns jetzt hier wieder angelegt haben. Genau, dann fangen wir hier einfach mal, sagen wir mal hier an. Und zwar haben wir hier Kuhäuter. Das hört sich jetzt nicht sehr lecker an, aber für einen Hund ist es lecker. Und zwar ist das ja wirklich nur 100% Kuhäuter. Und ich finde, die sehen gar nicht aus wie Kuhäuter. Aber ja, die hatten wir auch schon mal und Emma mag die wirklich sehr gerne. Also genau, immer mal für zwischendurch zum Kauen. Ist auch gut für die Zähne und kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil da wie gesagt auch keine Zusatzstoffe oder so drin sind. Also wirklich 100% Natur. Genau, und davon haben wir direkt zwei Packungen gekauft. Die lege ich einfach mal neben Emma. So, bitte nichts aufmachen, danke. Dann machen wir mal hier weiter. Und zwar haben wir hier ganz viel von Wilderness, da nämlich auch noch. Und zwar einmal solche Fischrollen. Und ja, die hatten wir auch schon sehr, sehr oft. Schon als Emma klein war, haben wir die immer gekauft, weil die sind eigentlich recht klein. Aber früher waren die wirklich noch groß für sie. Und da hat sie, glaube ich, keine Ahnung, 20 Minuten oder so an so einem kleinen Stück rumgekaut, aber mittlerweile knackt die da ein, zwei, dreimal drauf rum und dann sind die weg. Aber ja, die mag die wirklich auch sehr, sehr gerne und kann ich auch nur empfehlen, vor allem auch die Marke, weil die halt wirklich so gut wie nur naturbelassenes Futter anbieten und das kann ich echt nur empfehlen. Also hier zum Beispiel ist 100% Alaska Wildlachs aus dem Nordostpazifik und ja, also wirklich die Marke finde ich echt top. Also falls ihr irgendwie naturbelassene Leckerlis oder Futter sucht, kann ich nur weiterempfehlen. Also Real Nature Wilderness. Und davon haben wir wie gesagt hier auch wieder zwei Packungen auf Vorrat. Die lege ich auch mal dahin. Und dann hier noch so eine Packung, das gleiche wie gerade. Und dann haben wir hier mal was anderes. Die haben wir nämlich noch gar nicht ausprobiert. Das sind solche Wildlachsstreifen. Die sehen so aus. Da sieht man sie. Genau. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt, ob die auch so gut schmecken wie die Fischrollen, die wir gerade hatten. Weil die hier, die sind ja neu. Und Emma möchte gerne schon eins probieren, aber später, okay. Legen wir auch wieder dahin. So, dann haben wir hier, was nehmen wir da als nächstes? Genau, hiervon. Von Multifit. Solche Sprotten, das sind so kleine Mini-Fische. Die sehen jetzt nicht sehr appetitlich aus für uns, aber so für Tricks oder so und für zwischendurch, so beim Spazierengehen oder so, sind die echt super. Ja, deswegen, die schmecken sehr echt gut und davon haben wir dann auch wieder zwei Packungen. Ja, ich glaube sogar drei. Ne, das sind auch noch okay. Zwei Packungen halt wieder auf Vorrat. Hoppala. So, und dann kommen wir hierzu. Das ist von Rinti solche Entenstreifen. Die haben wir, doch die hatten wir schon mal. Die kann man auch gut so für zwischendurch nehmen. Also die sind zwar auch recht hart, aber die kann man gerade noch so durchbrechen und dann auch als kleinere Leckerlis nehmen. Ja, genau. Kann ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen.
Kann ich auch nur weiterempfehlen. Dann haben wir hier mal was Neues. Und zwar solche riesigen, also die sind wirklich sehr, sehr groß, passen gar nicht ganz aufs Bild. Das sind solche Kaurollen, und zwar 1 Meter lang mit Lamm. Boah, der Hund, der sieht auch sehr angetan aus von den Stangen. Die sehen ja mal mega cool aus, die sind 1 Meter lang. Ich glaube, da wird sie lange was von haben. Ich gucke gerade mal, was noch mal da drin ist. Genau, da ist nämlich nur Schweinehaut, Lammfleisch, pflanzliche Nebenerzeugnisse und Mineralstoffe drin. Das geht wirklich klar. Genau, deswegen, falls ihr mal irgendwie eine sehr lange Kaustange sucht, hier gibt es die. Also die sind wirklich mega, mega lang. Ich glaube, das ist echt die längste Kaustange, die wir bis jetzt hatten. Bin ich mal gespannt, wie lange die dafür brauchen wird, um so ein ganzes Teil aufzukauen. Genau. Dann haben wir als letztes hiervon wieder mehrere Packungen, und zwar solche Hundespaghettis. Genau, zweimal von Canelo. Die Marke habe ich auch noch nie so oft gehört, aber die hatten wir auch schon öfters. Und ja, kann ich auch nur empfehlen. Vor allem ist das auch gut für die Zähne zum Abnutzen. Es steht sogar hier auch drauf, pflegt die Zähne, unterstützt die Darmflora. Und genau, den Rest könnt ihr selbst lesen. Und das sind solche Naturdämme. Hört sich auch wieder ekelig an, aber für die Hunde ist das sehr, sehr, sehr schmackhaft. Also kann ich auch nur empfehlen. Die sind auch recht schnell weg, weil das solche dünne Stangen sind. Genau. Lege ich auch mal auf den Haufen. So, und dann haben wir hier... das ist... Ich glaube, das hatten wir... Doch, das hatten wir auch schon mal, aber nicht von Multifit. Das ist Lammpansen. Genau, das sind so recht kleine, obwohl es geht, mittelgroße Stücke. Genau, das ist auch wieder nur 100% Pansen. Und ja, kann ich auch nicht viel zu sagen. Auch gut für zwischendurch, für die Zähne zum Abnutzen. Und genau. So, dann haben wir als letztes Teil auch wieder von Multifit wieder Lammlungen. Die haben wir auch schon sehr, sehr oft gekauft. Die mag ich sehr, sehr gerne für zwischendurch. Das sind so kleinere Bröckchen. Und ja, die kann man auch gut zum Trainieren nehmen. Obwohl die dafür, glaube ich, noch ein bisschen zu groß sind, aber das geht noch. Und ja, die mag sie auch sehr, sehr, sehr gerne. So, und das war es dann auch schon wieder mit meinem Video. Wie ihr seht, es ist wirklich eine ganze Menge. Also im Gefühl so einen halben Laden jetzt an Leckerlis und Snacks und was weiß ich nicht alles. Also Emma sieht sehr, sehr glücklich aus. Oder auch gerade nicht. Die guckt immer so ein bisschen so. Kannst du mir jetzt mal bitte was geben? Ich habe Hunger und möchte nicht nur zwischen den ganzen Sachen liegen, sondern ich möchte auch was essen. Ist okay. Ja, jetzt ist sie etwas beleidigt. Oh, egal. Ja, sie kriegt gleich auf jeden Fall auch mal zur Belohnung ein Leckerli dafür, dass sie so lieb mitgemacht hat heute bei dem Video. Das hat sie gehört. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss, Emma.